Moin Leute, Butchi hier. Wir spielen weiter FIFA 22 im Ultimate Team. Mittlerweile sind wir Division 8. Ich habe noch eine ganz besondere Frage an euch. Soll ich Kevin De Bruyne verkaufen und mir davon ein Team basteln? Wir schauen mal rein, was der überhaupt wert ist. Kevin De Bruyne, da ist er. Schauen wir mal, wie viel der wert ist. 200.000, okay. So, meine Freunde, ihr seht es. Jons vor allem. Ganz oben, 190.000 haben wir. Abzüglich quasi der 5%, die EA immer verlangt. So, das heißt natürlich, wir können uns jetzt ein neues Team bauen oder ein halbwegs gutes Team. Ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken mit Heuberg vorne. Mit Heuberg, sag schon, mit Ødegaard, ob das so funktioniert. Eigentlich finde ich den ganz cool, aber ich komme immer mit dem Linksfuß nicht so gut klar, aber wie gesagt, ist ja auch real. Das ist auf jeden Fall erstmal ein gutes Team, was man mit wenig Geld spielen kann, Leute. Ich bin gespannt. Wir werden uns das mal nachher gleich anschauen. So, meine Freunde, dann können wir ja jetzt mit unserem Kack-Team spielen. Unser so halbwegs zusammengekauft. Da gibt es sicherlich noch bessere Spieler, ist richtig. Aber wir werden unsere 140.000 erstmal noch behalten. Ja, noch ein wenig. Ein wenig. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Was für ein Aber die macht. Das erste Ding, Leute. Mit dem Anspielgegner dazwischen. Tolles Zuspiel. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Gabriel Jesus. Guter Pass. James. Die Gelegenheit für die Flanke. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Oh Mann, Alter. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Fälle. Das wäre eine gute Chance geworden, aber der Verteidiger ist da. Der Angriff könnte was werden. Oh, und dann noch am Torwart da. An den Füßen vorbei, ey. Meine Fresse, ey. Kann man aber einfach nur ausrasten schon wieder, oder? Klasse Zuspiel. Werner kommt an den Steilpass. So, Führung zu halten. Gabriel Jesus. Könnte der Ausgleich sein. Was, Alter? Gabriel Jesus. Naja, geht doch, Alter. Kai Havertz. Klasse Pass. Der Steilpass findet Jamie Vardy. Tor! Er macht per Lupfer. Christian Pulisic. Jamie Vardy. Ihr ist es schlecht, Alter. Ist das schlecht? Und jetzt dieser tolle Steilpass. Na gut, der ist ja genauso dämlich. Aber Vorteil, geht erstmal weiter. Wilfried Ndidi. Oh mein Gott, Alter. Christian Pulisic. Das ist Havertz. Da oben, der vorne den Ball. Na, ja, komm mal. Die Gelegenheit. Na, oh Mann, habe ich den wieder stark gemacht, ey. Alles klar, Leute. Genau so hat mir das nämlich vorgestellt. Sie wollen den Ball, sie haben den Ball. Christian Pulisic. Hereingabe jetzt. Jawohl, Junge. Na, geht doch. Oh, jawohl, Junge. Schönes Kullertor. Was? Mein Gott, Alter, das kann doch ja nicht wahr sein. Das Gestänge ist im Weg, sonst wäre es das Tor gewesen. Aber das wird sie ärgern. Guter Pass jetzt. Guter Steilpass hier. Ja, geht doch, Alter. Weggebombt den Vogel hier. Gabriel Jesus. Super Pass. Oh, Junge. Vardy macht das Tor. Starkes Spiel. Sie kämpfen um den Ball. Der Angriff könnte was werden. Und Tor.
Da ist der Sack eindeutig zu. Spielt den Ball wieder zurück hier. Wilfried Zaha. Pelé ist das. Pelé versucht. Ach, hör doch auf mit so einer Wichse hier, Alter. Ich schieße hier fünfmal gegen eine Latte und fünfmal gegen den Pfosten. Und dann kommst du hier mit so einem Kacktor an, oder halt. Mann, ey, so eine Wichstory, ey. Ich hoffe, da kommt hier bald ein Update, Alter. Chance jetzt zur Flanke. Na klar, Alter, der Gipse. Jamie Vardy. Das muss es sein. Und er gibt ihn. Er gibt den Elfmeter. Pepe läuft an. Jamie Vardy. Ja, jedoch, Alter. Da ist er. Ganz wichtig, da muss er hin. Chance für den Konter jetzt. Oh, zieh doch mal durch hier. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Macht er gut, gefährlicher Heber. Nope. Was? Toll, der ist zur Stelle, aber die. Gabriel Jesus. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Naja, jedoch. Jawohl, Junge. Sehr schön. Neuer Spielstand 4 zu 2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Havertz jetzt. Jetzt wird er aber auseinandergenommen hier. Gut, meine Freunde. Wir machen Schluss an dieser Stelle. War ganz schön aufregend für mich. Ich hoffe für euch auch. Ich fand es teilweise ganz schön lustig und teilweise ganz schön unfair und komisch. Ich weiß, man kann immer ein bisschen rummeckern, aber wie gesagt, so ist Fußball. Super, ich fand es gut, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst am besten ein kleines Abo da. Haut auf die Glocke rauf, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Damit unterstützt ihr mich nämlich. Ansonsten immer schön anständig bleiben. Haut rein.